auch einfach als Freddy. Wie wär's denn mit Hexe? Geht doch eigentlich immer, oder? Hexe? Ja, aber das war ich eigentlich letztes Jahr schon. Okay, was haben wir denn noch? Oh ja, das ist doch mal was anderes. Wie wär's denn mit? Werwolf. Oh, hallo Raffelkids. Ich bin gerade dabei, mir ein Halloween-Kostüm rauszusuchen. Ich habe nämlich bald eine Halloween-Party und da gibt es noch einiges vorzubereiten. Was haltet ihr von einer Maske? Ich könnte natürlich auch als Vampir gehen. Oder... Och, wie wär's denn mit Teufel? Der Teufel passt doch auch gut zu Halloween, oder? Einfach so. Und so. Genau. Dann mache ich mir noch das Schwänzchen dran. Und dann habe ich doch ein perfektes Kostüm. Was meint ihr? Bin ich ein guter Teufel? Okay, dann ist diese Entscheidung schon mal getroffen. Das Kostüm steht. Die Deko steht soweit auch. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch irgendein Partyspiel. Naja, wir gehen Süßigkeiten sammeln. Ich brauche natürlich ein paar gruselige Snacks. Und vielleicht fällt mir ja noch irgendwas ein, womit wir uns auf der Party beschäftigen können, falls man mal Lust hat, nicht zu essen oder zu tanzen. Könnte man denn auf einer Halloween-Party... Oh, ich glaube, die Rappelkiste hat eine Idee. Sollen wir mal reinschauen? Okay, dann kommt mit. Das Freddy-Kostüm. Oh, okay. Kleber, Stifte, okay, eine Bastelaktion, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, das macht den meisten Gästen auf einer Party Spaß, aber was könnten wir denn basteln, ist da noch mehr drin? Oh ja, hier sind ein paar Flaschen. Große Gläser, große Flaschen. Was haben wir da noch? Verbandsmaterial? Soll ich aus meinen Gästen eine Mumie machen? Oder? Moment mal. Flaschen, Kleber. Hier sind noch ein paar lustige Wackelaugen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe eine Idee. Oh ja, Rappelkiste, danke, das ist eine total gute Idee. Wir könnten die Verbände um die Flaschen und wisst ihr was? Ich hole mal meinen Basteltisch und dann zeige ich euch, was ich mir überlegt habe. Vielleicht ist die Idee ja auch was für eure Halloween-Party, denn so ein paar Flaschen, Gläser, die hat wahrscheinlich jeder zu Hause und die meisten haben ja auch einen Verbandskasten im Haus oder im Auto. Vielleicht könnt ihr da mal gucken, ob die sogar schon abgelaufen sind und eh mal ausgetauscht werden müssen. Dann, ja, so machen wir das. Ich hole den Basteltisch und wir sehen uns gleich wieder. Achtung! So, was brauchen wir also? Wir brauchen natürlich ein paar Flaschen oder Gläser. Ich fange mal mit dieser hier aus Kunststoff an, die kann nicht kaputt gehen. Und dann einfach den Anfang des Verbands oben reinstecken und mit dem Deckel verschließen. Dann hält es automatisch und wir brauchen nichts festkleben. Und jetzt heißt es erstmal wickeln, 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 wickeln. Wie bei einer Mumie.
Wenn der Verband zu lang ist, einfach ein Stück abschneiden und für die nächste Flasche aufheben. Das Ende können wir wieder einfach unter den schon gewickelten Verband festklemmen, dann braucht nichts geklebt werden. So, jetzt braucht unser Gespenst natürlich ein paar Augen. Ich suche mir mal zwei passende aus. Und dann einfach auf dem Verband festkleben. Jetzt starrt er mich schon an. So, was kriegst du denn für einen Mund? Wie wär's mit einem Lustigen, der die Zunge rausstreckt? Ja, das finde ich gut. So, dann kriegt er noch bunte Augenbrauen. Schaut mal, das sieht wirklich lustig aus, oder? Da habe ich auf jeden Fall Lust, noch einen zu machen. Wie wär's mit einem ganz großen? Also, oben den Verband reinstecken, wickeln, 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 wickeln. Wickeln, 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 auch den Deckel nicht vergessen. Ach ja, und natürlich wieder feststecken. Dann überlege ich mir, was mein Kerlchen für ein Gesicht bekommt. Erst die Augen. Die klebe ich diesmal schief auf. Sieht, glaube ich, noch lustiger aus. Und dann natürlich einen Mund. Der kriegt ganz schiefe Zähne. Guckt mal. Vielleicht muss der mal zum Zahnarzt gehen. Ja, sehr gut. Das gefällt mir. Oh, einen möchte ich noch machen. Das macht nämlich richtig Spaß. Also, ich habe ja hier noch den Rest vom ersten Verband. Den verbrauche ich jetzt noch und wickel den um eine kleine Flasche herum. Wickel, wickel, wickel. Ihr wisst es schon, unten einfach feststecken. Und der kriegt jetzt mal ganz viele Augen. Mund nicht vergessen. Oh, mit diesem zackigen Mund sieht er ganz schön gruselig und gefährlich aus. Ich glaube, dem male ich noch ein paar blutige Verletzungen. Das passt ja gut zu Halloween. So, fertig. Na, was meint ihr? So, fertig. Meine kleinen Gespenster oder Mumien, je nachdem, wie ihr wollt, sind schon fertig. Und ihr habt gesehen, es ist wirklich gar nicht viel Arbeit und macht total Spaß, weil sich jeder selber überlegen kann, ob es eher lustig oder auch vielleicht ein bisschen gruseliger werden soll. Und wenn ihr den Deckel frei lasst, könntet ihr rein theoretisch sogar aus euren Gespenstern trinken oder aus den größeren Gläsern auch Deko machen und eine Lampe reinstellen. Es ist also ganz schön vielseitig. Ihr kriegt eure Partygäste bespaßt, ihr habt Geschirr zum Trinken und ihr habt Deko, die man sich vielleicht sogar mit nach Hause nehmen kann, als Erinnerung an die Halloween-Party. Coole Idee, Rappelkiste. Vielen Dank. Jetzt weiß ich auch endlich, was ich mit meinen ganzen abgelaufenen Verbandsmaterial machen kann. Gut, dann bereite ich jetzt mal weiter meine Halloween-Party vor. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Wollt ihr auch Tschüss sagen?